in the ring at this time? Gegen ein Jobber. Bruiser Bencher. Klar. Suchen wir uns Stühle. Suchen wir uns Stühle. Und rein. Immer rauf hier. Immer rauf hier. Nächster Stuhl. Ja, mein. Ja, mein. Und ich will immer noch rennen können mit den verfickten Stühlen, ne? Tudut. Tudut. Wat? Tudut. Ruff und ruff und ruff. Jetzt. Hallo. Es geht doch. Ich hole mir noch einen Stuhl. Und dann reizt auch mit Stühlen für dieses Match. Ne, wir gehen rein. Und wenn er reinkommt, gibt's dann ein paar Share-Shots. So wie wir das gewohnt sind und es kennen und lieben und immer gerne ansehen. Ne? Man muss sich es nur oft genug einreden, dann glaubt man es auch. Oder nennt man das Propaganda? Man weiß es nicht ganz. Woohoo! Wer war das denn? Wer war das? Ja. Ich wollte mal. Ja, genau. Pile Driver zeigen! Noch Mann! War zu gut dabei. So, das probieren wir gleich nochmal. Nein, ich wollte lachen. Das war falsch. Falsche Kombi. Steh auf. Geht doch. Jawohl! Balldriver! Time! Und dann wird rot am Körper. Dann gucke ich mal, ob eine weitere Aktion hier schon reicht. Um den Sieg für uns einzufahren. Ich sage leider nein. Aber knapp! Gut, der Sieg ist unser, würde ich sagen, nachdem wir unseren Finisher in den nächsten paar Sekunden haben, erhalten haben, und das ist nämlich jetzt. Er muss bloß mal aufstehen und die Way Time. Und? Ne. Du wirst mich doch verarschen, oder was? Renn hier mit dir. Coverst du den Scheiß hier mal? Geht doch. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich weiß, ich muss mir einen Analogstick eigentlich nicht romantieren, aber ich mach's trotzdem. Weil ich Spaß dran habe. Spaß dran habe. Natürlich. Also ich guck mal eben, ob schon Kommentare dazu sind zu dem neuen Part, der vorhin rausgekommen ist. Ihr hört wahrscheinlich gerade einen Ton. Nein, noch kein Part. Es ist Part 8 heute rausgekommen. Welcher Part das hier ist? 15 oder so, ne? Ich weiß es nicht ganz. So, noch ein Match in Japan. Vielleicht gegen einen Main-Roster-Kandidaten. Jawohl, Chris Sabin. Einen guten Gegner, einen ordentlichen Gegner, einen namenhaften Gegner, wenn man so will. Aber wir, vor allem weil wir in der X-Division sind, können wir auch keine Springboard-Moves machen. Was eigentlich so typisch für die X-Division. X-Division ist, mein Gott. Coole Aktionen, da haben wir Jim Cornette gesehen. Wie ihr sehen könnt, immer noch keine Springboard-Aktionen. Muss der gute Franz erstmal wieder seine Stühle rausholen. Machen wir dich, da haben wir dich. Hier haben wir ein Stühlchen. Und ab. Oh, was die hier gleich immer hier oversellen müssen, ne? Out up. Kannst du gar nichts. Der kann doch nichts. So, nächster Stuhl. Nächster Stuhl.
Nächster Stuhl. Kann man Chairshots kontern? Ich glaube, das ist einmal passiert hier. Hey, der ist respawned. Der ist respawned. Na, du. Super, duper. Life ist irgendwas. Ich weiß den Text nicht. Wir haben ja anscheinend einen Gegner gefunden, der auch mit Stühlen hantieren kann. Das ist für uns natürlich suboptimal. Guckt euch seine Finisher-Anzeige an. Ich kann's nicht fassen. Weil er einen Chairshot einmal gekontert hat oder weswegen? Wenn er es gemacht hat, ich weiß es nicht. Wir sind orange, ne? Nach 3 Chairshots oder was ich. Und er natürlich nicht. Hey, ist da gleich ein Stuhl danach gespawnt? Das wäre ja was. So, jetzt haben wir auch gleich Finisher. So, erstmal gehen wir nochmal hier rauf und machen Leg Drop. Jawoll! I can smell it, people. People in the house. So. Es ist nicht mehr viel. I can smell it. Again. Lariat. Jetzt machen wir mal Torturek. Ewig nicht mehr gezeigt. Was zur Hölle? Nein! Oh Gott. Oh Gott, ich geh raus. Na. Lass mich. Fick dich. Fick dich. Nix Finisher. Wir warten jetzt schön, bis sein Finisher weg ist. Und wir sind rot. Nach nix. Sag ich euch. Nach nix. Lalala. Lalala. Oh, oh, oh. So, jetzt können wir wieder rein. Fick dich, ey. Kann nicht wahr sein, dass du uns hier fast fertig machst. Jetzt nochmal Drubber ab. Ich habe ja leider nichts anderes zu bieten. Mir wurde dieses Moveset auferhängt. Ich konnte mir das nicht aussuchen. Nicht so wie du, Mr. Saban. Das ist nämlich jetzt ein DOA. Der ist nämlich cool. Das muss man sagen. Okay. Hoffentlich reicht das. Ah, wird knapp. Wird knapp. Ah, ein Glück. So, ein Match oder so jetzt noch. Und dann müsste ich ungefähr fertig sein. Vielleicht, wenn wir Glück haben, kriegen wir sogar noch eine Cutscene. Das wäre mir dann sogar noch lieber. Von der Zeiteinteilung. Ah! AJ! AJ! Styles. Sound effect. Boy, you think you can run and hide from us? Ha! You can't escape us. Not even on the other side of the world. You best start following orders. You're never gonna make it back home. Na, das war ja was. Match jetzt gegen AJ Styles. Haben wir jetzt ein Match gegen AJ Styles? Sieht danach aus. Ja. Match, ich kann ja. In die Zukunft blickend. Dann wird. Wenn jetzt danach jetzt irgendwie noch ein Match kommt, dann werde ich das natürlich auch noch machen. So. Aber ja. Sobald dann danach das nächste Mal das Menü kommt, werde ich auch so abbrechen. Beziehungsweise. Je nachdem. Wenn jetzt 5 Matches ineinander kommen, dann mache ich auch einfach Safe States zwischendurch. Nicht Content. Gut. Ich habe jetzt die High-Rest-Texture von AJ Styles nicht drin, ne? Ah, den glaube ich, hatte ich auch gar nicht. War ja von Samoa Joe und Sting. Werden wir mal nicht so viel mit dem Studio machen. Komm doch her. Komm doch her. Bam. Nein! Lernst du es nicht? Ich würde gerne hier rauf. Gut. Frontropper! Am Kopf geschliffen. Und nochmal.
Mann, ich dachte, den kann ich kontern. Ich dachte, den kann ich kontern. Aber leider nein. So, gehen wir beide in die Seile. Nein! Oh, das wäre aber ein schöner Move gewesen. Der Disaster Kick. Genannt so bei Cody Rhodes. Ist er ja im Prinzip. Nicht gekontert gekriegt. Was? Oh, zur Hölle. Lass mich in. Oh Gott. Lass mich in Ruhe, würde ich sagen. Wenn er eigentlich so ausgenockt ist, kann ich ihm dann eine Submission zuführen. Und bewegt, also kann er denn sie nicht wehren. Das wäre ganz lustig zu wissen. So, jetzt muss ich doch Stuhl holen. Oh, er hat anscheinend den gleichen Gedanken. Wer wird der Erste sein, der einen Stuhlschlag ausführt? Ah, ich werde es sein. Wer auch sonst, hä? Oh, oh, oh. Wenn immer einen anderen Stuhlschlag machen. Ah, ja, Finisher. Machen wir den erst, aber ich glaube nicht, dass es reicht. Ne. Ne. Komm, steh auf. Stehst du mal auf. Okay, und UA. Hoffentlich ist es noch nicht. Sonst habe ich meine Parts noch nicht voll. Ich bezweifle, dass es schon reichen wird. Deswegen probier's einfach mal. Ne, das wird noch nicht reichen. Gut für mich, so halb. So halb, würde ich sagen. Ne. Bam. Hohohoho. So, zum Ende werden wir noch mal ein paar schönere Lieder. Ein paar rockigere Lieder. Und auf! Auf, auf mit dem Leg Drop! Wunderbar. Your fellow. Pff. Und aber nochmal ein bisschen mit Stuhl zu und ich würde mal sagen, dann versuchen wir es mit dem Piledriver zu beenden. Ich hoffe mal, dass danach noch eine Cutscene kommt oder so. Die Parts nicht so genau 15 Minuten lang werden. Und er läuft in den Dropper. Nein, scheiße. Komm. Piledriver. Scheiße. Nein. Oh, oh. Kannst mich mal. Ich krieg nicht nochmal den Style Splash ab. Das Ganze schön vergessen. Ja, ja, Synchrontaunten. Ich weiß, ich bin ein Meister da drin. Bewaffnet. Ich bin bewaffnet. Ich bin bewaffnet. Ist nicht mehr. Kommt mir doch hinterher. Ich bin bewaffnet. Jetzt nicht mehr. Kommt mir doch hinterher. What the fuck? Ja, das war lustig. Hahaha. Jetzt. Nein, ich will nicht whippen. Nein! Ich weiß nicht mehr, wie der Scheiß. Oh Gott, nochmal. Muss ich das Ganze erst wieder mit der Lariat beenden? Komm. Die Lariat muss reichen. Scheiße. Geht doch. Reicht das? Komm schon. Komm. Enttäuscht mich nicht. Jawoll. Cutscene. Bist du bei mir? Bist du bei mir? Nein, nicht fortfahren. Doch, fortfahren natürlich, aber das war das falsche Menü. Cutscene? Cutscene, 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 Cutscene. Jeez, that was a crazy fight. I don't remember much about it because my adrenaline was peaked out.
What I do remember is that AJ didn't look too phenomenal blocking my fist with his face. Jetzt, okay, or for that matter, curl up in a little ball on the ground. The last thing I remember is that while security was carrying AJ to the back, a large, dark figure locked eyes with me. It was somebody I'd heard everyone talk about, but never met. Joe. The Samoan submission machine, Samoa Joe. He stared me down. And at that moment, I felt pretty lucky that a horde of security guards were between us. I got a very bad feeling about him. Oh. Samoa Joe. Jetzt wird es Zeit für mich, wieder in den Staaten zu gehen, Mann. Ich hoffe, dass Joe nicht bei diesen Verrückten ist. Oder schlimmer noch, wenn er Big Man ist. Naja, ich weiß, dass es etwas lästig war, aber mir ging es besser, als mir jemand den Rücken gesteckt. Oh Gott, Mann. Naja, könnt ihr Stopp machen und selber lesen. Gut, Leute, an dieser Stelle, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hat die Session gefallen, beziehungsweise die letzten 5 Parts. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr von denen gehalten habt oder so. Gut, ansonsten, was ihr seid, euer Franz Zockt. Bis zum nächsten Mal, bis morgen. Jeden Tag um 18 Uhr ein neuer Part. Euer Franz Zockt. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Auf Wiedersehen und tschüss.